Was geht? Ciao. Ja, Licht geht nicht, oder? Was ist los hier? Ja, Mann. Ich muss noch herausfinden, warum ich hier so komische Schlieren hinter mir herziehe. Jo, heute wieder GTA, ne? Also wirklich, Feedback einfach erste Sahne. Ja, letztes Video auch wieder Gönnung, ey. Also, ne, vielen Dank für eure Likes. Und lasst auch gerne hier wieder ein Like da. Er bettelt, man kennt ihn. Nein, ist einfach geil, dieses Feedback zu sehen wieder. Auch viele Kommentare, war richtig geil. Bevor das eigentliche Video losgeht, was ich gleich erst noch schneiden muss, zeige ich euch mal Big Wins von mir im Livestream, die ihr natürlich hier, die nur auf YouTube unterwegs sind, gar nicht mitbekommen haben. Dann seht ihr auch mal, oh ja, das Casino, ja, das kann auch mal was abwerfen. Wir gehen mal kurz rein. Zum Beispiel, der Ferrari war jetzt zuletzt zu erhalten. Ich will dieses Auto haben. Einfach Lack, der Junge. Der hat einfach Lack, der Junge. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, 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 geil! Ah! Zack, Ferrari gewonnen. Danke fürs Klippen, Tim, Bruder. Sehr schön, ich finde immer gut, wenn ihr solche Highlights klippt. Und dann haben wir noch den besten, Alter, ohne Scheiß. Achtet. Achtet einfach nur göttlich. Oh, da sind sie! Ah, oh, na endlich! Oh. Einfach mal... 3 fucking Diamanten Minecraft Miner haut rein, Alter, und 2,5 Millionen. Aber ich habe echt das Gefühl, man kann so einen Big Win einmal am Tag nur machen. Als ich das Auto gewonnen habe, habe ich ja keine besonderen Gewinne gehabt. Und nachdem ich den Big Win hier hatte von 2,5 Millionen, kam an dem Tag eigentlich auch nichts mehr. Zweimal bei diesem Pharao-Game habe ich 62.000 gewonnen, das war's. Aber beim Blackjack wurde ich größtenteils abgezogen. Da habe ich am Ende einmal 62.000 auch nochmal gewonnen mit Big Deal, also einen dicken Einsatz. Aber naja. Jo, was ich auch noch kurz anmerken wollte, ist, dass wenn, also die Folgen kommen jetzt ja natürlich wieder nicht regelmäßig, eher unregelmäßig, je nachdem wie ich mit dem Schneiden hinterherkomme und so weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel 10, 12 Videos vor mir zu schneiden und es wird nicht in jeder Folge so ein Edit kommen, wie jetzt in den letzten 2 Folgen, ne? Ich weiß, was ich meine, wenn ich das mit GTA so aufnehme und dann im Editor editiere, dann muss ich das erst wieder runterladen, beziehungsweise exportieren, formatieren, bla bla bla, also es muss halt gerendert werden bei GTA, dann muss ich es runterladen, beziehungsweise hochladen auf YouTube, dann wieder runterladen und dann erst nacheditieren hier und dies, das ist alles immer sehr viel Arbeit für jede Folge, das wäre einfach zu viel. Aber ich werde auf jeden Fall Intro, Outro neu machen, ein bisschen schön episch. Werde ich mal gucken im Livestream, wenn ein paar Leute am Start sind, dass ich da was mit einbinde. Und ansonsten, bevor ich mich jetzt hier kaputt laber, viel Spaß mit der neuen Folge. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt und Feedback, Kommentare immer gern gesehen. Ihr könnt auch, wie gesagt, eure Ideen reinhauen, was man mal machen könnte. Keine Ahnung, so ein Kipplaster mit einem Cargo-Bob durch die Gegend schleudern oder was weiß ich. Also dann, wir sehen uns jetzt in der Folge und ja, bis zum nächsten Shoutout hier oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, und viel Vergnügen! Ah ja, ah ja. Also, Lobby-Mission am Start im Audi A5 M4, würde ich behaupten. Oh, geiler Sound. Der ist ja nice, der Wagen. Der ist ja mal richtig erotisch. Der zergeht auf die Zunge, hör mal. Schon geil, ne? Ja, ich wollte mir ja auch eine S-Line kaufen. Also jetzt nicht im Spiel, in echt, ne? Aber ich glaube, das verschiebt sich noch mal ein bisschen, da ich momentan ja einen Scheiß hin und her habe. Der Trick geht halt immer noch, dass du schneller wirst mit den Bodenwellen und so, ne? Nice, da ist er, das Ding. Liegt gut auf der Straße und so. Beschleunigt durch wie eine wild gewordene Sau, ey. Lull! Ah! Ah, das ist genau mein Ding! Hä? Ich kann nicht fahren! Wieso kann ich jetzt nicht fahren? Lol, ich konnte gerade nicht fahren. Was soll die Scheiße? Jetzt habe ich gar keinen Spaß, jetzt haben die anderen den Spaß! Boah, ich liebe diesen Wagen, den will ich haben. Der macht mich richtig an. Uchala! Was? Lol, der musste nur durchfahren. Jo, Alter! Oh, schade, Alter. Ich wollte den wegschießen. So, ihr nehmt mir immer den Spielspaß weg. Hallo? Ich muss Video liefern. Ich muss Material liefern. Content. Ja, Palme, Bruder! Miese Zeiten, Johnny. Wo bist du denn?
Der Wagen ist richtig geil, Alter. Aber der ist bestimmt voll aufgetuned, ne? So schnell wie der ist. Der geht ab wie Schweinefleisch. Der geht ab wie Schweinefleisch! Destruction Derby, Jungs! Wie geil, ey. Boah, der geleckt. Der ist so geil, der Wagen. Oh. Ja, nein, fuck. Puh. Ja, huch, wo ist der? Was ist denn hier los? Bargeld zurückgebracht, nice. 5000 Coins plus 7500, geht klar, ne? Okay, ist jetzt auch echt nicht viel, aber ich muss mal eben die Bullen hier. Der CEO ist zurückgetreten, ist kein Mitarbeiter mehr. Ne? Aber kann man als Motorradclub diese Mission machen? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, die dummen Bullen? Boah! Alter, dieses Auto! Ne, ich glaube nicht, dass die gehen, ne? Weil ist ja was ganz anderes, Motorradclub. Club-Herausforderungen, Club-Aufträge. Ja, siehste, bringt nichts. Kann man auflösen. 716.000. Boah, was? 718.000. Ist schon ein geiler Ding, ohne Witz. Mit Tuning drumherum, Alter, 1 Million, der Schrotthaufen. Aber er ist so geil, der Wagen. Bin schon überlegen, Alter, ob ich irgendein Auto verkaufe jetzt einfach für den, den ich eh nicht mehr fahre. Einfach nur für ein Mini Plus. Voila, ich verkaufe gleich ein Auto. Wie die denn? Ach, halt's Maul. Vielleicht können wir den Wagen uns ja eher pokern, eher blackjacken später. Man muss mal überlegen, ich müsste 120, 130 Runden Blackjack auf Maximaleinsatz gewinnen, um mir den zu kaufen. Ey. Für den Reporter in einem Orte. Natürlich eh ich am Arsch der Welt. Ah, ja, oh. Hallo. Man weiß ja noch. War da was? Schade. Schade. Ist gut, der Wagen. Ist gut, ohne Scheiß. Vor allem, der ist so nah dran an dem Originalvorbild. Nur gut, die Front ist halt so eine Mischung aus M4 und Audi. Ja, anscheinend ist der bekloppte Reporter da. Ja, verpisst euch doch! Boah, immer diese scheiß Bots hier, ey. Meine Fresse, ist doch gut! Och nö. Verfolgen, lol. Der Wagen ist bestimmt immer weggespawnt, bis zum letzten Ort einfach. Ja, eine entspannte Spritztour. Fällt doch überhaupt nicht auf, wenn ein paar Sportwagen wie so bekloppte hinterherfahren. Er fährt halt auch über Rot, juckt ihn nicht. Voll unauffällig, weißt du? So, was ist hier? Mit der Leiche, was ist hier? Was ist hier? Lol, der eine guckt da, die Leichen liegen wohl anders wieder. Und wieder 5000, ja, nice. Blackjack ruft nachher. Ja. Klingt doch in deiner Runde Cousino demnächst hier.